Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Der frühere Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel ist tot. Der SPD-Politiker starb nach SWR-Informationen im Alter von 72 Jahren. Beutel war von 1997 bis 2011 Stadtoberhaupt von Mainz. Der 1946 im westfälischen Lünen geborene Beutel war nach Abschluss seines Jurastudiums Richter an den Landgerichten Frankenthal, Koblenz und Mainz. Der Sozialdemokrat saß seit 1989 im Mainzer Stadtrat, mit den Schwerpunkten Bauen, Verkehr, Finanzen, Wirtschaft und Sport. Bei der Wahl zum Mainzer Oberbürgermeister setzte sich Beutel 1996 in der Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Norbert Schüler durch. 1997 trat Beutel sein Amt an, 8 Jahre später wurde er für eine zweite Amtszeit gewählt. In seine Amtszeit fallen unter anderem die Neugestaltung eines Teiles des Mainzer Rheinufers und die Sanierung des Staatstheaters und treue Vorwürfe und Rücktritt. Zum 1. Januar 2011 trat Jens Beutel vorzeitig von seinem Amt zurück. Zuvor hatte er auf einer Dienstreise in einem Hotel mehrere Gläser Wein getrunken, ohne dafür zu bezahlen. Davor hatte die Staatsanwaltschaft bereits wegen Untreue und Vorteilsnahme gegen Beutel ermittelt. 2010 bekam er einen Strafbefehl inklusive einer Geldstrafe, weil er sich von einem Unternehmen ohne dienstlichen Grund zu einer Italienreise hatte einladen lassen.